Auf Kevin Trapp sollte beim letzten Testspiel der Saison eine besondere Rolle zukommen. Mehr aber dazu später im Spielbericht. Der Kreis-Oberligist VfL Germania durfte vor fast 2000 Zuschauern heute gegen den Bundesligisten im Ahorn Sportpark antreten. Ziel nicht zweistellig, das wurde aber erstmal auf die Probe gestellt. Von Nacho Ferri, bedient von Philipp Max, dritte Minute 1:0. Der Bundesligist in Spiellaune, Fares Chaibi, siebte Minute. Sein Abschluss noch abgefälscht zum 2:0. Zehnte Spielminute, auch der Brasilianer Tuta trug sich mit diesem satten Schuss in die Torschützenliste ein. 3:0, ein richtig schöner Treffer. Das 4:0 dann in der 19. Spielminute, auch ein Fernschuss, diesmal von Philipp Max. Keine Abwehrchance für den Schlussmann der Germania. Und es ging Schlag auf Schlag. 5:0, der schönste Treffer des Tages von Fares Chaibi. Ein Schlenzer in den Winkel. Nur ja, eine Zeigerumdrehung später, Bahoya klaut den Ball alleine vom Tor und der Franzose bleibt eiskalt. Das halbe Dutzend war voll. 6:0 in der 22. Spielminute. Und Bahoya hatte Lust am Tore schießen bekommen, aufgelegt von Nacho Ferri. Bahoya zum zweiten Mal erfolgreich. 7:0. Vor der Pause stellte Philipp Max nach Vorarbeit, diesmal von Bahoya, noch auf 8:0. Kein Problem für den Linksfüßler, den aus kurzer Distanz reinzumachen. Zur Pause war es dann soweit, dann kam Kevin Trapp mit der Nummer 10 vorne rein und hier ist er am Ball zum ersten Mal. Kevin Trapp! Was für ein sehenswerter Abschluss mit dem Spann durch die Beine. Erstes Tor und es sollte nicht das letzte sein. Aber erstmal kam wieder Bahoya an die Reihe zum 10:0. Nicht zweistellig sollte es werden, das war aber hiermit dann hinfällig. 63. Minute, ja, sehenswerte Tore. Eins von Timothy Chandler mit dem linken Fuß. Schön in die Ecke gezirbelt. 11:0. Viertelstunde vor Schluss erreichte die Germania aber dann wenigstens ein Ziel von zwei, nämlich ein Torschießen mit gütiger Mithilfe von Simon Simoni. Branislav Tomic mit dem Ehrentreffer zum 11:1. Das war es aber noch nicht, weil Hugo Ekitike unserem neuen Torjäger noch einen auflegte. Kevin Trapp zum 12:1. Schöne Vorarbeit vom Torjäger an den neuen Torjäger und dann gab es noch einen Elfmeter kurz zum Schluss nach einem Foulspiel an Timothy Chandler und das machte natürlich der Kapitän Sebastian Rode himself. Die letzte Aktion des Spiels, 13:1. Ein schöner Abend ging zu Ende und damit auch die Saison 23-24.